So, da kam das Intro und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von The Legend of Zelda: The Minish Cap. Ich habe ganz dummerweise. Ich muss das erstmal irgendwie leiser machen. Ja, so könnte es vielleicht gehen. Weiß ich nicht. Ich lasse es vielleicht besser lauter stellen. Also, ja. Ich habe beim letzten Mal aufgehört, als es darum ging, das Bossmonster kaputt zu machen. Und weil ich ein unglaublich intelligenter Mensch bin, habe ich danach wieder einiges an Pause gelassen. Und jetzt muss ich gucken, dass ich es schaffe, nach der Pause das Bossmonster zu besiegen. Weil ich unglaublich intelligent und clever bin. Hatte ich das schon mal erwähnt? Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen. Leute, hat gleich richtig Spaß und ich noch viel weniger. Oder so in der Art. Ja. Also ich hätte natürlich sinnvollerweise hingehen können und in der Pause, die ich gemacht habe, mal gucken, wie man dieses Gegnervieh angeht. Aber das habe ich nicht getan. Warum? Weil ich dumm bin. Richtig. So. Ich weiß, hier könnte es eine Fee geben. Zumindest gab es sie beim letzten Mal. So, ich habe eine Fee eingefangen. Sie hilft dir, wenn du am Ende bist. Die brauche ich. Ich brauche sie garantiert. So. Stab. Schwert. Schwert, Schwert, Schwert. Hallo Fee, ich hab dich befreit. Danke. So, tschö mit Ö. Ach, das wirkt auch auf die Ferne. Interessant, gut zu wissen. Ja. Also, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Ich spring da jetzt runter und mach den Kampf und dann mache ich den vermutlich nochmal und nochmal und nochmal. Und ihr werdet nur einen davon sehen oder zwei. Oder die Highlights. So, große fiese Schuldkröte. Dummer Link, so wie immer. Autsch, 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 autsch. Sollte das Ding nicht irgendwie kaputt gehen, wenn ich da was mit dem... Ich brauche gleich die Fee, bevor ich überhaupt irgendwas geschafft habe. Ich wusste, es ist eine ganz dumme Idee zu sagen, ich mache da beim nächsten Mal weiter. So, liebe Fee, komm und rette mich. Autsch. Autsch. Ich weiß gar nicht, was ich tun muss. Also abgesehen von nicht sterben. Das ging schnell.
Warum ranntest du denn immer noch so? Vermutlich, weil du branntest, aber egal. Autsch. Das wird eine ganz, ganz große Katastrophe. Ich sag doch, das wird eine ganz, ganz große Katastrophe. Was muss ich denn tun? Ach, vielleicht nicht ins Feuer laufen. Das ist immer ein guter Hinweis, ja. Ich renne jetzt einfach so lange rum und schlag Feuer aus, bis es mir gut geht oder so. Ich sag halt oder so. Autsch. Autsch. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich mache, gut ist. Also es hat vielleicht ansatzweise geklappt. Ich habe eine Fee eingefangen. Sie hilft mir. Bla bla bla. Ich habe gerade niemals nachgelesen, was ich machen muss. Da. Autsch. La 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 la. Nachdem ich jetzt einmal nachgelesen habe, was ich machen muss, geht's ja tatsächlich. Na, ist okay. Ich lasse mich auch so hier. Ja, ja, pass auf meine Füße auf. Eigentlich ein einfacher Gegner. Bla 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 bla. Ach du Schande. Autsch.
mir sicher, dass ich die Fee habe. Ja, genau. Ich bleib hier einfach stehen. Wenn du nicht bis in die Ecken kommst, finde ich super. Irgendwas sagt mir, dass du in die Ecken kommst. Könntest du bitte einfach mal aufhören? Da ist das Schwert wieder. Fast. Ich habe noch eine Fee. Ich denke mir gerade, ich habe noch eine Fee. Einfach, ich habe noch eine Fee. Ja, ja. Fee ist gut. Komm, Vieh, tauch wieder auf. Ja, ja, geh einmal rundherum. Genau, so ist gut. So ist brav, so ist brav, so ist brav. Spuck weiter, spuck weiter. Das tut mir nichts. Falsche Taste. Puh. Ja, also grundsätzlich hätte man darauf kommen können. Ich nicht. Ezelot. Ocelot. Nee, Ezeleo. Mütze! Ich habe das Flammenelement erhalten.
Das Flammenelement enthält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Ich habe den Herzcontainer erhalten. Ein Herz mehr und wieder volle Energie. Oh, meine Güte, war das heiß. Ich dachte schon, mein Allerwertester fängt Feuer. Gehen wir nun zurück zum Melta. Ich habe gar keine Ahnung, wo Melta ist. Ich glaube, da könnte Melta drin sein. Stimmt, da ist Melta drin. Ah ja, kleiner. Ich habe mir inzwischen übrigens überlegt, vielleicht sind es gar nicht die Kristalle, die so Wackelpudding ähnlich sind. Vielleicht ist Leute auch nur so ein Flummi. Heidiho! Ah, alles gut gegangen, wie ich sehe. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, das waren ja die Amerikaner. Das Schwert müsste fast fertig sein. Ich glaube, unser Chef erwartet dich. Oh, du warst schneller als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Schau es dir an. Das ist das neue weiße Schwert. Weißes Schwert erhalten. Ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert des Alberich brauchst du nun nicht mehr. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der Älteste im Wald sagte... Die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert übertragbar. An der heiligen Stätte. Sie befindet sich zwischen der Welt der Minish und der Menschen. Der Eingang soll in Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür zur Mine, die zur Mine führt, gehst. Du schaffst das. Oh. Das waren immer noch die Amerikaner, die mir das erzählt haben. Na gut. Ich kann noch nicht fliegen. Aber ich speichere das. Speichert das. So, dann hüpfen wir hier eben runter und dann da runter. So, und dann gehen wir da runter. Ich habe ein tolles Schwert bekommen, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß gar nicht, wie lang. Muss schon schief gehen. Ich bin schon hergesprungen. Dass ich da nicht runtergefallen bin. Geld. Wo geht's hier lang? Teil der Königsfamilie, Gongolberg. Nein, ich hab Geld verloren. Und zwar jede Menge. Okay.
Nee, nö. Also ich sollte zum Schloss von Hyrule. Habe ich so verstanden. Alternativ könnte ich natürlich auch gucken, dass ich die beiden Elemente noch finde. Oder aber ich gehe erstmal zum Schloss von Hyrule. Juhu! Ups, Entschuldigung. Ich möchte ein Buch ausleihen, aber die Bücherei ist noch geschlossen. Na, ich bin alt, ich kann warten. Warte nicht zu lange, ansonsten gehst du hops, während du wartest. Ging's hier zum Schloss? Ich brauch Geld. Ich weiß nicht wofür, aber ich brauch Geld. Ob wir hier in diesem Aufzug unangenehm auffallen. Ich bin Kindheitsfreund von Zelda. Das ist, die sind das gewohnt. Die sind es auch gewohnt, dass ich hier durch die Gegend rolle. Heilige Stätte? Die kenne ich nicht. Die heilige Stätte? Der Minister hat davon gesprochen. Ist der Minister hier? Ah, Leute, schön dich zu sehen. Und, ist das heilige Schwert fertig? Wie, die heilige Stätte? Aha, ich weiß von keinem solchen Ort im Schloss, aber ich bin ja auch nur der dumme König. Oh, die heilige Stätte. Meine Großmutter erzählte früher von einem Tor im Schlosshof. Wenn es einmal alle 100 Jahre offen ist, ist das vielleicht jetzt der Fall. Wenn nur Kinder dieses Tor sehen können, ist es mir wohl entgangen. Ich gehe zurück zum Schlosshof. Oh, warte. Ich will mich hier unten noch umgucken. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang gekommen bin, aber stimmt. Leute, ist das nicht das Tor zur heiligen Stätte? Echt unauffällig. Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Los hinein! Okay. Schön kristallerig hier. Ich halte es für eine sehr gute Idee, da reinzugehen. Also ich glaube, da kommt das Schwert dann rein. Oh, dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Ja, und es ist gekennzeichnet, welches Element wohin gehört. Das weiße Schwert, es ist jetzt das rote Schwert oder so. Das Schwert hatte nun die Kraft des Erd- und Flammenelements. Und ich muss beweisen, dass ich würdig bin. Oh, so. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtende Tafel. Wenn du dort das Schwert lange genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Leute, probier's aus.
Du bist zu weit gelaufen. Stell dich auf die laufende Tafel und lade das Schwert auf. Ja. Nö? Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Lass mich. Ich glaube, das ist das generelle Aufladen, was ich da gerade mache. Ja, wie lade ich das denn auf? Dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft des weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Jetzt war er weg. Okay, 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 okay. Ich habe eine Idee. So. Lass mich hier wieder raus, danke. Ich kann mich verdoppeln. Ich bin begeistert. Ich bin jetzt wirklich Leute.